1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 vom Malkurs für den Imperator. Mein Name ist Kevin. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr mit Spraydosen eine sogenannte zenitale Grundierung vornehmen könnt. Viel Spaß! Um unsere Figur für die Bemalung vorzubereiten, werden wir eine zenitale Grundierung vornehmen. Dafür brauchen wir die Figur, am besten auf irgendeiner Art Farbhalter, sodass ihr die Figur nicht an der Base festhalten müsst. Außerdem empfehle ich an der Hand, mit der ihr die Miniatur haltet, einen Handschuh. Außerdem brauchen wir schwarze Sprühgrundierung und entweder weiße oder hellgraue Sprühgrundierung. Das hier ist Chaos Black von Games Workshop und Grey Seer von Games Workshop. Welche genaue Farbe ihr verwendet, ist tatsächlich total egal. Es tut auch Sprühgrundierung aus dem Baumarkt. Bevor ihr lossprüht, empfiehlt es sich tatsächlich, die Sprühdose gut und gewissenhaft zu schütteln. Dass das auf der Dose draufsteht, hat einen Grund. Und zwar muss man sich einmal überlegen, was hier technisch passiert. Die Farbe in der Dose ist hier unten drin, zusammen mit einem Gas. Und wenn ihr auf die Düse drückt, kommt durch einen Schlauch von unten das Pigment raus und sprüht raus. Wenn jetzt eure Dose monatelang im Schrank gestanden hat, setzt sich die Farbe unten ab und verklumpt. In der Dose drin ist eine Kugel. Und wenn ihr schüttelt, löst diese Kugel dieses verklumpte Material auf. Was man auch machen kann ist, weil wir wissen, die Farbe liegt unten hauptsächlich drin, so ein bisschen drehen, damit die Farbe unten aufgelöst wird. Vielleicht auch nochmal die Dose innen drehen. Und dann gut schütteln. Wenn es kälter ist, insbesondere mehr, bei diesen Temperaturen ist es aber eigentlich kein Problem. Zuerst werden wir das Modell schwarz grundieren. Dabei ist es wichtig, dass ihr kurze und präzise Sprühstöße macht. Denn wenn ihr einfach voll auf das Modell drauf bratet, zeige ich euch einmal, was passieren wird. Einmal auf meinem Handschuh. Ihr seht, dass die Farbe sehr dick aufgetragen wird und anfängt zu verlaufen. Die wird dann trocknen und die Details von eurem Modell verklumpen. Die Grundierung ist ja eigentlich nur dafür da, dass die Farbe später auf dem Modell gut haftet. Hier mit der zenitalen Grundierung wird das aber einen zweiten Zweck erfüllen, auf den wir später noch im Detail eingehen. Zuerst werden wir mit dem Schwarz versuchen, den Biker von der Seite und von unten gut zu erwischen. Von oben, senkrecht, werden wir gleich mit dem Hellgrau noch sprühen. Deswegen ist es nicht so wichtig, besonders viel von oben zu sprühen, sondern eher von unten und von der Seite. Die Technik, die ich mir angeeignet habe, die am besten funktioniert, sind kurze Sprühstöße mit einer Pendelbewegung des Arms. Dass ich bewege und wenn ich auf die Miniatur ziele, kurz drücke. Wichtig ist hierbei kurz zu drücken. Ich nehme ungefähr so eine gute Dosenlänge Abstand. Ziel ist, wie gesagt, dass ihr eine dünne, aber einigermaßen deckende Schicht erreicht. Wenn ihr ein paar Details nicht erwischt, was bei einigen Modellen sein kann, zum Beispiel unter dem Arm, hinter dem Rückenmodul etc., ist das nicht tragisch, solange der Großteil der Fläche bedeckt ist. Als nächstes nehmen wir dann unsere graue Grundierung. Gut schütteln nicht vergessen. Und werden jetzt für die zenitale Grundierung senkrecht von oben sprühen. Viele Leute bezeichnen diese Technik als Nebeln und sprühen sehr dezent von weiter weg. Ich persönlich halte da nichts von, denn was passiert, wenn ihr von sehr weit weg sprüht, ist, dass die Farbe in der Luft aneinander kleben bleibt und ihr dann dicke Körner auf der Miniatur kriegt. Das wollen wir hier nicht, sondern Ziel ist, dass die Miniatur von oben idealerweise komplett weiß bzw. hellgrau ist und von unten komplett schwarz bleibt. Wir werden dann an allen Flächen, die man von vorne oder von der Seite sieht, ganz natürlich einen schönen Übergang kriegen, wie ihr gleich sehen werdet.
Ihr seht hier so ein bisschen, dass so eine leichte Körnung entsteht. Dann habt ihr noch nicht genug gesprüht. Das ist der Effekt, den man hätte, wenn man nebeln würde. Ich ziele aber halt auf wirklich eine deckende Farbschicht in dem Rauch von oben ab. Der Trick, wenn ihr einen Farbhalt habt, ist, dass ihr die Miniatur schön angenehm in der Hand rotieren könnt. Und dann nicht nur senkrecht von oben drauf geht, sondern auch in einem leichten Winkel. Dadurch erwischt ihr Seitenflächen leicht, aber halt nicht so stark, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel 45 Grad sprühen würdet. Das wäre meiner Ansicht nach zu viel. Und ihr seht jetzt schon, dass wir ganz natürlich einen sehr schönen Übergang kriegen zwischen komplett schwarz von der Unterseite zu komplett weiß von der Oberseite. Und so wie wir dann später weiter bemalen werden, wird dieser Übergang bis zum Ende durchkommen und eine sehr schön natürliche, in 5 Minuten zu erzielende Highlightung und Licht- und Schattenspiel geben. Hier noch ein Bonustipp zur Sprühdosenpflege. Und zwar, wenn ihr jetzt gesprüht habt, bleibt immer ein bisschen Restfarbe oben in der Düse drin. Das will man natürlich gerne vermeiden und es gibt einen einfachen Trick, der wenig bekannt ist, wie man das vermeiden kann. Und zwar dreht ihr eure Dose um. Das führt jetzt dazu, dass die Pigmente in der Dose alle auf den Kopf fallen, aber wenn ihr sprüht, ja von oben angesaugt wird. Das dazu führt, dass in diesem Schlauch, der in der Dose ist, das Restpigment wird rausgesprüht und irgendwann kann dann kein Pigment mehr angesaugt werden. Das dazu führt, dass nur Gas ausgesprüht wird. Und das kann man hören, diesen Effekt. Wenn ihr gleich mal drauf achtet, dann ist es so eine halbe Sekunde, dass es so klingt, wie wenn ihr normal sprüht und dann verändert sich der Ton leicht. Und wenn sich der Ton verändert hat, kommt nur noch Gas raus und der Sprühkopf ist sauber. Sprühen wir nochmal. Bonustipp Nummer 2. In vielen Baumärkten gibt es tatsächlich nicht unbedingt Grundierung, die billiger ist als im Gips Workshop, wie ich aus leidiger Erfahrung festgestellt habe und habe mich dann auf die Suche nach Alternativen gemacht und bin dabei auf Spraydosen für Sprayer gekommen. In fast jeder größeren Stadt gibt es einen Shop für Graffiti Art und es gibt diese Dosen zum Beispiel von Molotow. Dort ist mehr drin als in den Games Workshop Dosen und die kosten sage und schreibe Größenordnung 3 Euro pro Stück und es gibt sie ernsthaft in jeder Farbe des Regenbogens. Die eignen sich total gut zum Grundieren und zum Beispiel um Gelände damit sozusagen schnell grundiert zu kriegen. Ein Bonus, den die noch haben, für diese Dosen gibt es unterschiedliche Sprühkopfaufsätze, mit der man tatsächlich dann noch einstellen kann, mit welchem Druck die Farbe rauskommt und auch mit welchem Winkel. Absolute Empfehlung für Spraydosen, wenn ihr nicht 15 Euro für eine Spraydose in Games Workshop ausgeben wollt. Bonustipp Nummer 3. Wenn ihr im Winter grundiert, gibt es ein paar Tipps, wie es trotz der kalten Temperaturen funktioniert. Man sagt, dass wenn man einfach so im Winter grundiert, dass dann die Grundierung entweder nicht richtig deckt oder komisch ausflockt etc. Es gibt aber ein paar einfache Tricks, wie man das verhindern kann und wie man trotzdem problemlos im Winter grundieren kann. Was ich mache, ist, dass ich die Sprühdose vorher in einem Wasserbad aufwärme. Denn das Problem ist, wenn die Farbe kalt wird, sprüht sie einfach nicht mehr so gut. Wenn wir also die Dose vorher aufwärmen auf Überzimmertemperatur und dann damit rausgehen, ist sie nicht direkt bei plus minus 0 Grad und macht Probleme. Was ich dazu einfach mache, ist mir zum Beispiel eine Schüssel mit warmem Wasser nehmen, die Dose einlegen und ca. 20 Sekunden liegen lasse, einmal kurz schütteln und dann wieder rein tue. Ihr werdet feststellen, wenn ihr die Dose aus dem Wasser nehmt, fühlt die sich dann handwarm an und wenn ihr dann schüttelt, wird sie direkt wieder kalt. Solange das noch passiert, ist eure Dose bis komplett innen drinne, bis durch das komplette Pigment durch, noch nicht aufgewärmt. Damit die Dose warm bleibt, gibt es ein paar schöne Tricks. Zum Beispiel könntet ihr einfach einen Handschuh oder einen dicken Socken über die Dose ziehen.
Dann ist das alles kein Problem mehr. Was ich außerdem mache, ist, dass ich nicht direkt vor die Tür gehe, sondern einfach aus dem Fenster raus sprühe. Also weit aufmache und dann mich aus dem Fenster rauslehne. Das funktioniert ganz gut. Hier muss man bloß darauf achten, dass ihr nicht gegen den Wind sprüht, denn sonst habt ihr, wenn ihr Pech habt, Grundierungen auf eurer Fensterbank oder in der Wohnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es soweit zum Thema Grundierung und zenitales Highlighting. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder erreicht mich auf Instagram. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut und bis bald.